Eine Szene mit Symbolcharakter. Bayerns Sammy Kufur kracht mit Torwart Oliver Kahn zusammen. Der Rekordmeister steht sich zurzeit selbst im Weg. Kahn konnte weitermachen und musste mehrmals retten. Die beste Chance von Dortmund Tomasz Rosicki bereits nach 6 Minuten. Es war ein gutes, ein offenes Spiel mit vielen Chancen hüben wie drüben. Die beste der Bayern in der ersten Halbzeit vergab Giovane Elber. Doch zu einem echten Spitzenspiel fehlten lange Zeit die Tore bis zur 78. Spielminute. Freistoß Dortmund, der kurz zuvor eingewechselte Amoroso tritt an und trifft zur 1:0-Führung, sein 12. Saisontreffer. 3 Minuten später kommen die Bayern zum 1:1-Ausgleich. Dortmunds Torwart Lehmann verschätzt sich und Giovane Elber mit Köpfchen. Somit bleibt Dortmund Spitzenreiter und für die Bayern ist der Meistertraum wohl endgültig vorbei.